Oh, endlich so ein gutes Game. Jetzt komm ich. Alter. Game Circus. Willkommen zurück bei Game Circus. Du machst dieses Willkommen immer so ganz komisch. So eine ganz komische Betonung. Willkommen zurück. Willkommen zurück. Beim Zirkus der Spiele. Und hi. Pika Pika. Eine weitere Folge Guest Circus heute mit der fetten Annette. Hallo. Die gar nicht so fett ist, aber es reimt sich einfach gut. Ah, es geht. Mit dem Wort nett und fett. Aber meistens sind ja auch Fette nette. Im Bette. Und in der Kirche. So, okay, erstmal die Kirche mal im Dorf. Also letztes Mal haben wir gekämpft, unseren ersten Kampf bestritten und erfolgreich gesiegt. Und los geht's. Hinaus in die Welt sollen wir schreiten. Und jetzt nach oben, nach Britannia City. Ah ja, wir haben das Paket. Da steht wieder der komische Dicke. Gell? Die Dicke, ja. Oh, was ist da? Der Hübsche. Soll ich sie ansprechen? Das ist die Mutter, oder? Nee, doch. Oh, du Puppe. Mhm. Die steht auf uns. Mhm. Wenn Pikachu so aufgesitzt. So aufgesitzt. Nee. Ja. Ja. Sie hat ein Geschenk für uns. Oh, ein sportliches Set. Ein Klamottenkoffer. Oh, man könnte Pikachu was anziehen, endlich. Ja. Bitte mach das. Huch. Jawohl. Oh nee, wie geil. Was kommt denn jetzt? Elektrostoß sieht überglücklich aus. Spiele? Soll ich mal drücken, spielen? Ich mach, spiel mal. Oh, toll. Pika! Pika! Oh. Oh. Ich hab ihm ins Auge gestochen. Und jetzt? Mach mal im Schwanz. Das findet er gut, ne? Ja, aber nicht so richtig. Nee, doch. Guck da, ja. Oh, so, hier. Yay. Es war doppelt. Greif mal in die Augen. Wie kann ich denn greifen? So. Ja, hat gut gemacht. Aber du kannst auch... Du kannst ihn auch, ja. Dich um ihn ich dachte, du kannst auch noch was anderes machen. Ich denke, ich habe mich gut um ihn gekümmert. Mit Elektroschulen spielen. Manchmal kann ihn melken. Wann immer du willst. Ja. Ich glaube, ich hat Zitzen und am Feld. Melke Elektroschulen. Der Pikachu-Saft. Geh mal in die Dings, geh mal ins Menü. Ist oben, genau. Ja, geh mal hier, Beutel. Und in die Klamottenkoffertasche. Ja. Ja, bitte. Outfit für du Puppe. Kopfbedeckung. Oh. Sportliche Kappe. Ja, cool, auf jeden Fall. Ja. Immer. Auf jeden Fall. Der und was hat gerade kann? Kleidung. Man kann auch Brillen, das ist geil. Das ist Schwachsinn. Oh ja, bitte. Nee, das weg, das sieht ja voll scheiße. Ja, ich weiß, deswegen machen wir's. Und mach mal zu du Puppe wechseln. Da kannst du dir auch noch was. Ja, oh, wir haben noch nichts. Ja, kann ich, aber noch nicht jetzt. Zu Elektrostuhl wechseln. Hoffentlich kann man sie nachher so richtig, weißt du, so mit Lack und Latex einkleiden. So nuttenmäßig. So richtig nuttig. Ja. Und mit hohen Stiefeln. Oh nee. Haben wir einen Radfahrt schon? Ah ja, haben wir schon. Ja, haben wir. Ja. Aber wie kann man denn jetzt hier durch, ohne dass das losgeht? Immer? Du darfst die nur nicht direkt auf sie zulaufen, dann geht's. Also ich nehme mal wie beim alten. Soll ich wo einfach hoch zu... Oh, warte mal. Sollen wir mal ausprobieren, ob ich jetzt schon mitspielen kann? Warte mal. Aber irgendwie geht es. Da unten war gerade, an dem Symbol hat sich was getan. Ach so, kann man den Pikachu extra spielen, den Elektrostuhl? Ah! Haha! Juhu! What? Okay. Hä? Cool. Aber der ist nicht der Ehrenmann. Hallo. Nee, das ist nicht der Ehrenmann. Das ist nicht der Ehrenmann, nee. Also. Aber nur zu zweit, oder? Ja. Du darfst nicht mitspielen, Sascha. Danke. Ja. Nee, ich wollte es noch wissen, aber was machst du dann? Das bringt doch gar nichts irgendwie. Also doch. Werden wir sehen jetzt. Ich weiß es nicht, ob es was bringt. Ich habe einfach mal behauptet. Oh, wir müssen zum ersten Trainer. Bekommen. Kann ich zum Beispiel nerven, indem ich immer hier hingehe? Hm? Oder ich kann auch, aber nee, wahrscheinlich auch so weißt du, wegen, hey, geh mal hier hin, schnell. Vielleicht kann ich aber auch, kann ich auch jetzt zum Beispiel einen Kampf anfangen? Nee, das geht nicht. Kannst nur du kannst nichts wahrscheinlich. Kann ich nicht, gar nichts. Ich glaube, du läufst einfach nur. Soll ich den das an? Ist das, was ich meine. Ja, ich den anlade? Ah, okay, geht. Mach einfach. Dann fliegen die Fetzen. Oder die Forzen. Dann fliegen die Forzen. Dann fliegen die Forzen. Wie kämpfe ich? Ah gut, das ist wahrscheinlich automatisch. Das gefällt da wieder, gell? Ich mag Forzen. Knirps Axel. Knirps ihn aus. Oh nee. Los, Fratz! Los, Elektrostuhl! Der kämpft. Ah ja, krass. Aber ist das jetzt dein Ratzfatz? Ja, das ist Darmläufer. Geil. Der kämpft mit deinem. Ja. Yeah. Wie geil. Krass. Gegen Torte 2 ist ja ultra fies. Kampf? Ja.
Das war mein fertig. Mhm. Was soll ich einsetzen? Der Vitatus sieht zwar aus wie so ein Streber aus der siebten. Aber, keine Ahnung, warum oder irgendwas. Du bist selber groß genug. Oh, hier, ich jetzt geil. Jetzt bist du dran. Ah, wie witzig. Hä, das krass. Ist ja echt cool. Das ist ja ultra Tackle. Fies. Tackle, los geht's. Jo, wie mies. Das ist wahrscheinlich wir können doch jetzt nicht. Der, hä, wenn ich jetzt auch noch Dame... Ja. Was? Das ist ja ultra gemein. Ja, der ist ja... ist ja voll bescheuert. Aber wie gut. Nie wie... Oh, das... Da hat sich Nintendo gedacht, wie können sie den Frust abbauen beim Spielen? Genauso. Yes, Elektrostuhl, Level 10. 7. Ey, also ich finde, das sieht ein bisschen aus mit den Klamotten wie ein alter Mann, der Pikachu, gell? Ja. So, der ist so klein Golf, und so ein Golfspieler. Ja, der schon so guck mal hier, vom Alter so klein geworden HP, ist. Kampfpunkte, oder? Was ist WP? Darmläufer heißt Wölfer. Oder wie so ein Streber, aber wie so ein alter Mann, so ein Süßer, der im Supermarkt so, ja, gehen Sie vor. Ja, jetzt. Genau. Boah, jetzt haben wir den ausgeraubt auch noch, geil. 3 Pokébälle hat er uns gegeben, das Schwein. Oh, Ehrenmann. Ehrenmann. Es ist soweit, Ehrenmann. Du strahlst über paar Hände um, du Puppe. Das ist sein Anmachspruch. Ich wollte dir noch was sagen. So ein Kampf ist ganz schön anstrengend für Pokémon. Sie verlieren auf und ab. Aber ich denke, er ist dein Gegner. Mhm. Warum hilft er dir immer? Das siehst du mal, keine Ellenbogengesellschaft hier in der Poke-Welt. Nee. Die helfen sich alle gegenseitig. Sehr ekelhaft. Oh. Aber ich glaube, es ist so, weißt du, jetzt sind wir noch Freunde und so und nachher wird es unsere Widersache. Wenn, ja, wenn wir ihn dann übel hintergehen. La, la, la. Komm, wir müssen mal jemanden aufpäppeln? Nee, unsere Pokémon geht's gut, ne? Nee. Hier, können wir mit dem kämpfen? Guck mal hier. Ah. Nee. Nee, sprich mal mit dem Arsch. Hä? Geht nicht. Den, mit dem ich find's klasse, dass er mit seinem Lieblingsbogen das muss ich aber immer will! Nee, das habt ihr schon mal. Oh, Team Rocket, Team Rocket ist weg, guck mal. Oh, das ist weg. Oh. Ah ja, die haben wir neu gemacht. Sascha wollte. Ja, ich wollte. Oh, ja. Du wolltest unbedingt, aber ich hab's dir verweigert. Verweigert, ja. Oh, auf dem. Oh. Wäre es wahrscheinlich zu schwer. Ich habe meine Pokémon lieber in meiner Tasche. Ah. Öffne, ne? Schau dir den Team an, ja. Das sind nur Tipps am Anfang wahrscheinlich. Ich schwöre. Stimmt, können, ich schwöre. Kannst du auch eins draußen führen? Ah, hast du jetzt gerade gemacht. Hä? Dein Radfahrt. Hä? Warum folgt jetzt das jetzt auch mir? Nee, du hast gewechselt. Und unser Radfahrt. Gar nichts gemacht. Hä, Radfahrt? Hä, sind irgendwie alle draußen Darmläufer ist draußen und... Alle sind draußen. Ah ja, krass. das geht ja bei 150, kann das ja nicht gehen. Das ist ja total krank. 150. Ich voll die Arme. Hier, geh mal rein. Was geht da ab? Der Pet ist nicht gern draußen. Im echten Leben nicht und im Spiel auch nicht. Deshalb will er immer in die Häuser. Ja, das kann knüppelig sein. Ja. Das ist richtig. Das ist richtig. Eine ganze Folge kann daraus doch bestehen. So toll, das haben sie schön eingefügt, extra für uns. Aber guck, es gibt nichts Besseres als einen einprägsamen Spitznamen. Finde ich auch so. Im Sommer wäre es jetzt schön, wenn wir so Arm an Arm hocken, weißt du, es hätte 40 Grad und eklig. Ekliger Schweiß. Bildung. Oh, das ist schon weiterentwickelt, oder? Das Taubsi da? Ist das Taubsi? Kein Taubsi. Wie heißt der nochmal? Habitat, oder? Genau, Habitat. Habitat? Mhm. Habitat. Ein Habitat ist aber eigentlich... Ein Lebensraum, ich weiß. Ja. Das ist doch geil. Oder? Krass. Tom, mach Habitat! Diesen Weg hochgehen? Nein, hier rechts gibt's noch was. There's something to the right. Gibt's hier die ganzen to the Viecher right, so? Was the ist das hier? Sprich. Das ist eine Arena. Pokémon. Oh. Können wir da schon rein? Opidi-dupidi! Ich weiß aber nicht, die Frage ist, ob wir da bedient werden. Dauernd geschlossen. Wer hier wohl der Arena-Leiter ist? Ah, okay. Dann müssen wir jetzt wahrscheinlich irgendwie finden. Ja, warte, vielleicht... Ja. Okay. Also, ja... Wo bin ich jetzt da? Ah, da unten. Guck mal, wie beschissen. So. Ein lustiges Spiel. Das ist doch klar. Hm. Ah, das war das. Ist ja cool, wenn es auch so drin spielen könnte, wenn es noch der Sascha mitspielen könnte. Aber auf der anderen Seite machen Dinge, wenn man jemanden ausschließen kann, auch da viel Spaß. Pokéball dahin, stimmt, ja. Kann man den holen? Ja. Hier nee, hier ist noch. Nicht. Du brauchst schon hier so ein Schneide-Pokémon. Schneidemon. Hier sind. Oh, da ist hier ein neues. Oh, ein Raupi. Der Pat kennt alle 150 auswendig. Naja, irgendwie. Ja, die alten kenne ich auch noch richtig. Die ersten 150 kenne ich tatsächlich. Raupi! Wie, oh, wir also. Beide, wie geht es? Ganz kurz. Okay. Genau so, perfekt. Sehr gut. kurze Frage. Hatten alle Pokémon 3 Verwandlungsstufen, gell? Oder? Alle konnten? Nee, ich glaube nicht alle. Nee. Ah, nee, genau. Pikachu hat nur Raichu. Raichu, gell, ja. Aber sonst waren es oft 3 Stufen. Es waren ne? oft 3, ja, aber nicht. Ja. Manche hatten sogar 4.
Wer zum Beispiel? Das sage ich dir jetzt nicht, das kannst du selber rausfinden, indem du das Spiel kaufst und die Entwickler unterstützt. die du so oft verflucht hast. Ja. Nicht die von Pokémon, ja. Die von Majora's Mask. Es wäre witzig, wenn da Yusuf die Auto, Lady Yusuf die Audioaufnahme noch hätte. Raupi läuft jetzt auch mit draußen. Das geht ja wirklich bei 150 nicht. Also das wäre komisch. Raupi läuft nicht draußen. Hier rein? Nee. Wo ist Raupi? Ist nicht da. Ach, das war einfach ein anderes. Das war noch ein anderes Raupi. Oh, jetzt geht's hier. Was ist das? Geh mal auf. Krass, wie die einfach ein Haus bauen, wo es dann in den Wald weitergeht. Das ist ja verrückt. Soll ich ansprechen? Oder was soll ich machen? Naja, immer. Okay. Danke für die Info. Okay. Wollte eigentlich einen Sascha treffen. Gehst du in den Bethania-Wald? Kannst du mir ein natürliches Labyrinth mitbringen? Oh, wir dürfen uns nicht verlaufen. Unten war noch jemand. Unten rechts. Hm? Doch nicht. Ich dachte. Das nervt, dass die jetzt alle draußen sind. Ja, du kannst ja wieder einpacken. Packst du doch ein. Wie geht es? Oh, hier oben mit Menü. Und dann Team. Ups. Und jetzt, keine Ahnung. Hier, Y ist Pokémon-Box. Ja, aber da ist draußen, ne? Ja, hier, und dann zurück. Nur... Ah, da unten war es. Guck zurück in den Pokéball. Geh nochmal zurück. So, und jetzt geh auf die Pokémon. Wo draußen? Hier, plus zurück in den Pokéball. Ah ja, plus. Da oben. Ja, so, genau. Und jetzt weiter zum nächsten. Nein, der Pflücker muss draußen bleiben. Das ist ja meine. Und dann weiter unten? Runter? Der war noch draußen. Ah, der ist drin. Die sind alle drin. Die sind alle, dann passt's ja. Aber jetzt müssen wir noch schnell ein paar Spitznamen aussuchen. Oh ja. Weil Raupi und Miraplan können natürlich nicht so heißen. Aber ich habe schon tolle Ideen. Das wird nicht personalisiert. Ja. Name ändern. Okay. Das ist ja so eine, das ist so eine Giftknolle, oder? Wir haben ja gesagt, wir machen immer so... Also Todesarten oder irgendwie so. Wie heißt dieses scheiß giftige Zeug? Herbstzeitlose. Bitte? Oh ja, ja, Herbstzeitlose, ja. Die sind giftig. Das habe ich noch nie gehört. Krass. Herbstzeitlose, nicht? Herbstzeitlose? Ja. Das hört sich an wie irgendwie so ein Glücksspiel. Kann man kaufen. Aber warte. Das ist zwar gut, aber es ist noch nicht witzig genug. Ja, gell, ist irgendwie. Wie wär's mit. Also was für ein Kraut bringt einen noch um? Ich kenne mich nicht aus, ich gerade. Was für ein Kraut bringt einem noch um? Ja, das habe ich letztes Mal auch, aber das ist irgendwie auch nicht so witzig. Leute, die da drauf, ja. Da gab es bei uns Sauerkraut. Einen im Dorf damals, der hat das irgendwie Tee daraus gemacht und der ist da irgendwie drauf hängen geblieben. Der war danach nicht mehr ganz normal. Dieses, oder getrocknet und geraucht und so, also ganz komisch. Da gab es auch noch eine andere Pflanze, wo sie die Blätter... Nee, das war nicht Engels... Du meinst Trompeten Cannabis. Waren ja ganz extrem. Du meinst Cannabis. Aber es gab was, wo so... Zwischendrin war, wo manche probiert haben, wo manche dann irgendwie was... Eibe. Ja, das war muss aber lustig sein. Ja, ich komme jetzt auch nicht mehr drauf. Und da waren echt... die meisten haben das so verkraft, aber da gab es auch Leute, die dann irgendwie danach nicht mehr ganz... Wie wär's mit... Ads. Giftzumach. Ist auch nicht witzig, das ist halt einfach, sind halt einfach Namen. Ja. Die Giftspritze. Die Ads-Unke. Ads-Unke, ja, damit kann ich leben. Okay, auch mal Ads-Unke. Wie wär's mit Ads-Unge? Ach nee. Ads-Unge. Warum nicht das? Jetzt sieht's aus wie Ads-Unke. Also mit K? Ads-Unke, ja. Eigentlich wäre es mit Bindestrich und groß. Wegen Ads Unke. Aber Ads Unke ist auch okay. Ads Unke. Also komm, plus. Ja. Plus. Und Raupi? Die Ads Unke und Raupi. Also es ist ein kleines Drecksviech und. Ein Drecksviech. So ein kleines, also so ein es gibt doch so Raupen, die nisten sich unter der Haut ein. Ah. Also ein bisschen eigentlich Wie Maden, hießen die nochmal? Diese... Grätze. Das Grätze ist was Grätze. Unter der Haut. Ist diese kleinen Viecher. Ja. Oh. Nenn ihn Grätze. Nenn ihn Grätze, ja komm. Das passt. Also die sehen anders aus. Ich hab noch, eher wie so Käfer, wenn man so groß unter dem Mikroskop anguckt. Aber oh. Grätze.
Passt doch. Nein, warte, warte. Nenn ihn nochmal um und nenn ihn Kretzi. Kretzi? Ah, ja. Kretzi. Also cool, Englisch mit Y oder I? I ist besser, gell? Ja, Kretzi. Kretzi. Los, Kretzi! So, perfekt. Und dann okay, würde ich sagen, beim nächsten Mal erfahren wir, wie es im... Ah, ist schon nächstes Mal, ist schon Zeit für nächstes Mal bei Game Circus? Es ist immer Zeit für nächstes Mal bei Game Circus. Ah, nächstes Mal bei Game Circus. Erfahren wir? Was in dem Zauberwald passiert und ich bin abgehauen. And I'm out. Geil.